Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Minecraft Skyworlds. Was geht's? Ich hab's euch ja versprochen, meine Freunde. Skyworlds kommt regelmäßig. Es kommt dann, wann es kommt. Und heute ist einer dieser Tage, wann es kommt, denn ich habe bedeutenden Fortschritt gemacht. Aber Leute, bevor ich euch überhaupt erkläre, was es überhaupt gewesen ist an Fortschritt und was ich in der Zeit gemacht habe und woran wir gerade arbeiten, zeige ich erstmal dieses zusammenhangslose Timelapse und erkläre euch dann erst natürlich intelligenterweise im Nachgang, was es damit auf sich hat. Bitteschön. Oha, ihr habt gesehen, der stirbt da drin, der arme Mann. Der wollte es gar nicht, aber er ist gestorben. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, Kevins Mobfarm ist auf jeden Fall echt ein Segen für mich, meine Freunde, weil ich brauche gerade todesviel Inferium, meine Freunde. Dieses Inferium nutze ich nämlich für den Mystical Agriculture Mod, meine Freunde, denn damit können wir Diamanten, Eisen, ach, alles, was wir auch immer wollen, Leute, einfach wachsen lassen. Das Geile ist, Leute, dass Kevin von diesem Inferium eine Menge hat und ich mich da immer wieder bedienen darf, weil Kevin das Zeug gerade momentan eh nicht braucht. Dementsprechend, meine Freunde, gönne ich mir hier immer ganz gut. Der Boy hat ja auch vorne eine Farm. Das produziert richtig, richtig schnell nach. Ich denke mal, ich werde auch die Tage mal anfangen, eine eigene Mobfarm zu bauen. Das Schöne bei diesem Mod ist, meine Freunde, wir können jetzt gemeinsam hingehen und uns quasi Eisen, Diamanten, alles, was wir uns wünschen und vorstellen, wachsen lassen. Und ihr seht sogar schon, meine Freunde, ich habe schon bedeutenden Fortschritt gemacht, denn ich bin schon bis zu Tier Level 5, bis zu Supremium Essence aufgestiegen, meine Freunde. Das heißt, wir können uns jetzt quasi gemeinsam Diamanten wachsen lassen. Das würde ich auch sagen, machen wir gleich mal. Und zwar sieht der Diamond Seed nämlich relativ simpel aus, meine Freunde. Ihr seht das hier, Supremium Essence, das müssen wir natürlich nochmal hochcraften, da braucht es auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Deshalb würde ich sagen, Leute, heißt jetzt erstmal wieder hier zusammencraften, gucken, dass wir das auf jeden Fall alles beisammen haben, Leute. Und dann sind wir auch, wie gesagt, gleich schon relativ schnell soweit und können es dann direkt dran machen und Diamanten bei unserem Haus wachsen lassen, was ja eigentlich ganz geil ist, meiner Meinung nach. So, Leute, wir craften auf jeden Fall jetzt hier erstmal wie ein paar Irre hier die Sachen wieder zusammen. Jetzt gleich kommt das blaue Tier, das ist Intermediate und dann, meine Freunde, geht es auch schon weiter mit der nächsten Stufe, die dann tatsächlich relativ wertvoll ist. Das ist nämlich dann schon die Supremium, die Supremes unter den Seeds, Leute, die wir dann tatsächlich relativ gut gebrauchen können. Passt mal auf, jetzt können wir nämlich hier noch einmal eine Supreme machen. So, meine Freunde, jetzt haben wir schon 5 Stück davon, aber nicht mal das reicht, denn wir müssen noch eine Menge Essenzen rüberholen. Ich würde sagen, das machen wir vielleicht doch beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, Leute, wir machen es auf jeden Fall gemeinsam erstmal ran und versuchen erstmal, ich habe die ganzen Crystals hier, habe ich viel zu viele von gemacht. Davon braucht man eigentlich gar nicht so viele. Man kann sogar noch einen Endlichen machen, Leute. Das geht aber allerdings erst dann, wenn man einen Wizardstar hat und den haben wir momentan noch nicht, da wir ja den Wizard noch nicht gelegt haben, Leute. Ein Netherstar heißt, glaube ich, nicht Wizardstar, aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Das geht momentan, wie gesagt, noch nicht. Können wir aber dann machen, wenn wir den Wizard irgendwann erlegt haben, beziehungsweise irgendwann mal jemand im Nether gewesen ist. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie das hier im Nether aussieht. Keine Ahnung, habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, Leute. Ist doch nicht so wichtig. So, ich würde sagen, wir machen erstmal jetzt ein wenig gedüngten Boden hier, meine Freunde. Schaut mal her. Wir müssen nämlich erstmal den Boden mit Kacke umschließen, damit der richtig, richtig geil gedüngt ist, Leute. Bisschen krank, aber auch ein bisschen geil, meiner Meinung nach. Wir haben jetzt hier schon mal 20 gedüngte Bodenflächen, meine Freunde. Und diese können wir dann direkt hier vorne an unser wunderschönes Häuschen mal dran bauen. Ich möchte auf jeden Fall vorher alles Wertvolle weglegen. Auch die Base Crafting Seeds und so weiter und so fort. Ich habe hier vorne in der Timelapse eben schon einmal einen wunderbaren Iron Seed gemacht. Der ist jetzt noch nicht ganz so aufwendig, meine Freunde. Aber ihr seht ja schon, mit dem Supremium Essenzen sind wir dem Diamanten auf jeden Fall echt schon relativ nahe gekommen. Und es fehlt nur noch ein bisschen was Crafting offscreen, meine Freunde. Und dann kann es schon losgehen. Und es wachsen Diamanten von Bäumen, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Beziehungsweise vielmehr von kleinen Blumen. Aber das ist ganz nice, denn wir können einfach da hingehen und diese dann vermehren, Leute. Das ist nämlich relativ... Thomas! Muss das sein? Ich bin gerade in der produktivsten Phase meines Lebens. Und du reißt mich raus, Thomas, mit dem Nisa. Sag mal, hackt's bei dir, Thomas? Hackt's bei dir? Ich entschuldige mich für das störende Verhalten des Thomas, der sich hier gerade im Hintergrund tatsächlich dreisterweise einfach dazu erdreistet hat, einfach mal zu niesen, Leute. Natürlich wird das in Zukunft nicht mehr vorkommen. Eigentlich hat Thomas Niesverbot momentan. Ebenso Atemverbote und noch andere Verbote, die ich eigentlich konsequenterweise hier durchsetze. Reden wir aber nicht mehr von Thomas, sondern weiterhin von Minecraft Sky, meine Freunde. Denn da wird es nämlich wieder interessant, weil Thomas, tut mir leid, bist du selber nicht an dieser Stelle? Ja, toll. Hau ab. Verpiss dich, Kevin. Verpiss dich einfach, Alter. Verpiss dich, Kevin. Weißt du? Du hältst mir vor, was du wieder Schönes hast, Alter. Aber du weißt nicht, was ich hab, Kevin. Weißt du? Du weißt nicht, was ich hab. Dicker, ich lasse Dias wachsen. Was mit meinen Augen? Oh mein Gott! Was zum... Hä? WTF? Alles klar, Leute. Scheinbar bin ich wohl ein wenig hässlich geworden mit der Zeit. Ja, nice.
Sieht auf jeden Fall echt geil aus. Kann man auf jeden Fall so lassen. Ich glaube, ich bin einfach so geboren worden. Respekt auf jeden Fall an meine Erzeuger, die sich da scheinbar echt Mühe gegeben haben, das Schönste aus mir rauszuholen. Ist auch egal, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hin und tun Folgendes. Und versuchen jetzt gleich erstmal diesen wunderschönen Iron Seed anzupflanzen, Leute. Passt mal auf. Den haben wir nämlich hier oben drin. Ich brauche ganz kurz eine Hoe. Ich wollte eigentlich noch so eine unendliche Hoe machen mit Tinkers Construct. Das geht aber momentan nicht, weil keiner von uns Schmelze gebaut hat und ich, um ehrlich zu sein, einfach viel zu faul bin, Schmelze zu bauen. Deshalb, Leute, würde ich sagen, pflanzen wir doch erstmal diesen wunderschönen Iron Seed hier an und schaut mal da, Leute. Das dauert jetzt relativ lange, sogar auf diesem Growth-Boden, meine Freunde. Deshalb werde ich später, was? Hab keine genommen, du Pussy. Ich habe keine Dias von ihm genommen. Real Rap, Leute, ich habe keine genommen. Ich habe nur anderes. Hä? Was will er von mir? Ich habe keine Dias von ihm genommen, Leute. For real, though. Ich habe keine Dias von ihm genommen. Was? Nein! Komm, TS! Was zum Teufel, Leute? Ich habe nichts gestohlen. Ich schwöre es euch. Inferium. Inferium nehme ich mir. Mehr nicht. Was soll das denn jetzt, Leute? Also, tut mir leid. Nee. Das lasse ich mir also auf jeden Fall nicht anhören. Wie gesagt, also, das geht auf jeden Fall nicht. Ihr seht, es dauert sogar bei dem schnellen Boden echt ein wenig, bis das mal gewachsen ist, Leute. Aber sobald wir davon quasi die Iron Essenzen einmal gebaut haben, können wir hingehen, diese einfach vermehren und dann können wir damit eine wunderschöne große Farm anlegen, Leute. Ich warte mal ganz kurz, wo der Herr Gamers Time bleibt. So, mein Freund Kevin. Warte mal ganz kurz, Bros. Dankeschön für den Resub. Kevin, nein, es ist jetzt hier nicht Zeit für den Resub vorzulesen. Kevin, ich möchte jetzt wissen, warum ich bezichtigt werde, bei dir gestohlen zu haben. Ja, nein, ist schon gut. Das hat schon. Zander hat auch Zugriff darauf, ja, mein Freund. Und der hat sie sicherlich das meiste. Das Einzige, was ich dir gerade wegnehme, Kevin, ist Inferium. Was ich aber auch freundlicherweise immer wieder von der Farm, ja, von der Farm, die du da vorne ja netterweise gebaut hast, direkt in deine Kisten einsortiere, Kevin, ja? Ich bin sowas wie dein Haussklave hier momentan. Und ich frage mich, Kevin, wo ist eigentlich mein Jetpack? Alter! Boah, Junge, Alter, die Hühner. Alter, was ist los hier? Ja, ohne Witz, Kevin, deine Hühner sind richtig schlimm, Alter. Deine Hühner Junge, sind richtig krass. Ich hatte gestern noch voll das Redstone-Problem. Junge, Redstone, ich kann ich hab, nicht zuschalten. Ich hab, Kevin, alles, was nebenan lag, einfach eingesammelt. Keine Sorge, mach dir keinen Junge, Kopf. Junge, ich habe 488 Redstone-Blöcke okay, einfach. Okay, dann nehme ich mir das ganze Inferium jetzt noch raus. Kein Problem. Wenn du das willst, kann ich das gerne machen, weil das brauchst du ja eh nicht, ne? Ich brauch das schon später. Ja, später, Kevin, später, ja, Meter. Ja, mach doch Inferium-Essenzen. Dann kannst du dir die doch wieder nehmen. Ach so, okay. Ja, Kevin, gut. Kevin, komm mal mit. Ja, warte, ganz kurz. Ich muss erstmal ganz kurz hier meine Kiste leeren. Okay. Weil sonst. Kevin, ich nehme gerade übrigens auf, ne? Ich finde es krass, dass du so aktiv in dem Projekt bist. Ja, Kevin, ich habe nämlich jetzt auch hier vorne schon. Schau mal hier vorne. Steht jetzt, Leute, ihr habt es gerade gesehen. Unsere erste Iron Essence steht hier vorne schon. Kevin, ach, und du hast schon eine Iron Essence gemacht? Ich bin gerade an der Diamant Essence dran, mein Freund, Alter. Ich bin kurz vorm Durchbruch, mein Freund, ja? Der ist an der Diamant Essence schon dran. Dicker. Ja, nice. Kevin, es muss die nur. Die ja doch nicht so schwer. Es muss halt nur alles automatisiert werden. Und ich habe viel zu viele von diesen Infusion Crystals gemacht. Guck mal hier vorne. Alter, schon. Was ist das hier für eine Essenz? Das ist Eisen. Das da? Das ist. Alter, wie krass ist das denn? Die ist heftig, Kevin. Weißt du, was die generiert, Alter? Die generiert unendlich Geld und Freude, Junge. Die ist krank. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Ey, diese scheuerten Augen, ey. Da kann keiner einen ernst nehmen. Ey, Moment mal, Kev, was soll das denn jetzt? Also ganz ehrlich. Ey, Zander, pass mal auf, Zander hatte die auch heute eine Aufnahme, ne? Ja. Bei dem waren die aber nicht auf Augenhöhe, sondern von seinen Nasenlöchern. Was? Ja. Das sah aus, als wenn aber seine Nasenlöcher sich bewegt haben. Woher kommt das denn? Keine Ahnung, das ist random. Wenn du auf den Server kommst, kannst du die einfach haben. Ah, nice, okay. Also, Kevin, wie gesagt, soll ich noch eine Inferium-Essenz machen? Kann ich auch machen. Soll ich davon auch mal eine anlegen? Kannst du machen, Alter, diese kleinen Mini-Lags, ne? Die sind echt übel. Junge, ey, ohne Witz, ne? Das mit den Hühnern rastet gerade voll aus. Ja, ich weiß, du musst doch die Diamanthühner machen, Alter. Leute, Kevin hat nämlich Hühner da vorne gemacht. Die kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Passt mal auf. Kevin hat nämlich Hühner, Leute. Die kacken einfach Redstone und ebenso Holz und auch noch Sand, Leute. Das ist total geisteskrank. Aber, Kevin, wir haben jetzt schon Ärger von Spark bekommen, ne? Wieso? Und zwar sorgen deine Maschinen wohl dafür, dass es wieder am Lecken ist, Kevin. Denn seitdem du hier irgendwas umgebaut hast, ja, es muss an dir liegen, hat Spark gesagt. Dies muss an mir liegen. Da sind sie, guck mal hier. Diese Hühner kacken einfach alles aus, es kommt alles da vorne in diese Dierkiste rein. Ja, ich weiß nicht, Kevin. Scheinbar bist du daran schuld, Alter. Und Spark meinte, dass du mir wohl dafür ein Jetpack geben musst als Strafe. Ja, ist klar, Junge. Nein, das habe ich mir jetzt ausgedacht, Kevin, aber tatsächlich hat er irgendwas zu dir gesagt. Irgendwas, was da wohl nicht richtig läuft. Jetzt ernsthaft, also really? Jetzt for real, though. Er hat gerade gesagt, vielleicht müssen wir Farmen nach außerhalb verlegen, Leute. Denn ihr merkt vielleicht gerade auch in der Aufnahme, es kann immer mal wieder zu Lags kommen. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Das stört natürlich ein wenig. Wir craften hier erstmal. Ihr schreibt hier, G-Time hat wie im obigen Beispiel einige Ender-IO-Tanks seit gestern. Da scheinen
beginnen ja auch schon wenige Probleme zu machen. Kevin, würdest du die testweise mal abbauen, um zu checken, ob das klappt? Irgendwas ist gestern passiert, dass es zu Lecks kommt. Siehst du, Kevin, das liegt nur an dir. Das liegt nur an dir, Alter. Das liegt nur an dir, Kevin. Ich mache mich wieder auf, ne? Ich craft hier weiter. Ich wollte dir nur kurz Feedback geben, dass ich auf jeden Fall auch dran bin, Kevin. Ne? Du weißt, es läuft bei mir. Und dann verabschiede ich mich hier auch wieder, Leute. Und gehe jetzt wieder in Ruhe weitermachen, ne? Kevin, also. Alles klar, mach das, Revi. Ja, tschüss. So, Leute, das hat ja mal gar keinen Sinn mit diesem Game Master. Der Typ hat ja überhaupt keine Ahnung. Der will sich ja nicht mal um die Probleme hier kümmern. Es leckt nämlich derzeit ein wenig bei Minecraft Skyworlds, weil irgendwelche Probleme wohl auftreten mit irgendwelchen Maschinen. Keine Ahnung, Leute. Wie gesagt, da kann sich Zukunfts-Revi drum kümmern. Ich bin hier komplett fein raus aus der Sache. Ich baue hier weiter meine Farm. Alles tutti an dieser Stelle. So, ich würde sagen, wir kümmern uns noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt die Dia-Seeds machen, Leute, um den Ferium-Seeds. Denn diese können wir unbedingt dafür benutzen, dass wir damit mehr Ferium generieren können. Und ihr merkt gerade schon, dass die 1000 Ferium, die Kevin da hatte, relativ schnell knapp geworden sind. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal hin und machen einmal den hier, meine Freunde, und rüsten die einmal aus. Ferium-Seeds Tier 1. Hatte ich jetzt Tier 2 da drumherum oder was hatte ich jetzt gemacht? Och nee, Leute, da war ich ein bisschen schnell. Ich kleiner Schlingel, du. Passt mal auf, da machen wir einmal Folgendes, Leute. Dann machen wir mal ganz kurz die richtigen. Dafür dann können wir die direkt doppelt und dreifach ausrüsten, Leute. So, brauchen 8 Stück davon. Können die hier einmal um die Ferium Seeds rumpacken. Passt mal auf. Nehmen einmal hier die grünen und packen die einmal drumherum. Dann haben wir schon mal Tier 2, meine Freunde. Tier 5 schaffen wir, glaube ich, vielleicht sogar auch. Wartet mal ganz kurz. Wenn ich jetzt das hier mal zusammenpacke, das sind 9. Das könnte... Nee, das wird nicht reichen, denke ich mal. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen. Dann haben wir 2 Stück davon. Ich brauche insgesamt 8. Habe ich denn hier noch irgendwo welche? Leute, ganz kurz. Ich würde sagen, wir sehen uns am kurzen Schnitt wieder, wenn ich das soweit auf Tier 4 fertig habe. So, Kinder, also es hat ganz genau gereicht. Es hat ganz genau gereicht. Wir haben jetzt 8 von diesen wunderschönen Dingern. Dann können wir nämlich hier einmal zack, zack, zack machen und haben jetzt Inferium Seeds Tier 4, meine Freunde, und setzen die hier ebenfalls neben unser wunderschönes Eisen hin. Viele Leute werden jetzt sagen, hey, Revi, du musst ja eigentlich noch Wasser hinmachen. Das stimmt, Leute. Es gibt aber nochmal einen Block, der das ganze Wasser ersetzt. Ich weiß aber nicht genau, wie der heißt. Es gibt wohl die Möglichkeit, diese Blöcke anstatt des Wassers zu nutzen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt die ganzen Redstone-Blöcke hier habe. Die behalten wir jetzt einfach mal und tun so, als hätten wir die nicht von Gamersheim geklaut, Leute. Ich muss mir da, wie gesagt, nochmal ganz genau einlesen. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, anstatt des eigentlichen Wassers nochmal einen kompletten Block dahin zu setzen, der das Wasser quasi komplett unnötig macht und nochmal dafür sorgt, dass die Sachen schneller wachsen. Weil wie gesagt, Leute, ihr seht das hier, nicht mal auf dem schnellen Fast-Grow-Boden dauert das Ganze trotzdem noch extrem lange und die Dinger kann ich nicht ansneaken, da tut sich gar nichts. Leute, das dauert auf jeden Fall echt erstmal extrem lange, bis das Ding hier gewachsen ist. Und wie gesagt, die Ferium-Essenz wird nochmal länger dauern als die Eisen-Essenz, weil die Ferium-Essenz ist nämlich Tier 4, meine Freunde, was schon relativ hoch ist. Tier 5 ist das Maximum. Dementsprechend würde ich sagen, warten wir einfach mal bis zur nächsten Folge und schauen dann mal, wie es hier aussieht, meine Freunde. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon angefangen. Bald wachsen hier Dias von den Bäumen, meine Freunde, und strahlender Sonnenschein. Wenn euch diese wunderschöne Folge gefallen hat, meine Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Part von Minecraft Skyworlds. Schaut auf jeden Fall beim Game Master vorbei, der mir das hier alles ermöglicht, Leute. Und ich würde sagen, damit sind wir soweit durch. Macht's gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!